Ja, hier in der Stahlburg war mehr als 100 Jahre, nämlich vom Anfang des 18. Jahrhunderts bis 1848, eine Behörde mit dem schönen Namen Geheimes Ziffernkabinett untergebracht, wo die Beamten Post geöffnet haben, die vom Hauptpostamt eigentlich an ihre Adressaten und Adressatinnen abgeliefert werden sollte und wo nicht nur die Post dann geöffnet wurde, sondern, falls es von Relevanz war, abgeschrieben wurde und falls es sich um diplomatische Geheimdepeschen gehandelt hat, wurden diese auch entziffert von eigens dafür ausgebildeten Beamten. Das Briefgeheimnis war eins der ersten Grundrechte, die schon im Staatsgrundgesetz von 1867 verbrieft worden sind. Also hat eine große Bedeutung in der Geschichte der Demokratie und der Grundrechte in Österreich überhaupt. Das Briefgeheimnis soll jetzt eingeschränkt werden. Früher war es so, dass Briefe nur geöffnet werden konnten bei Verdacht auf eine Straftat mit einer bestimmten Strafdrohung, wenn die Person, deren Brief das war, in Haft war oder schon ein Haftbefehl gegen sie bestanden hat. Und genau diese Voraussetzung fällt jetzt weg. Das heißt, es können die Briefe von allen geöffnet werden, nicht nur von Personen, die schon in Haft sind, bei Verdacht auf eine bestimmte Straftat und auch nach einer gerichtlichen Bewilligung. Dass derart in unser Grundrecht auf das Briefgeheimnis eingegriffen werden soll, ist eine Gefahr für unsere Grundrechte und damit auch für unsere Demokratie.